Für die Regressionsanalyse gibt es noch drei weitere Prämissen, und zwar keine Kollinearität, Vollständigkeit des Modells und keine Autokorrelation. Bei der Kollinearität geht es letztlich darum, dass die unabhängigen Variablen nicht miteinander zusammenhängen. Das heißt, die unabhängigen Variablen sollten tatsächlich unabhängig voneinander sein. Das kann ich hier in diesen roten Pfeilen noch einmal ausdrücken. Das heißt, relativer Vorteil, Einfachheit der Nutzung, wahrgenommenes Risiko sollten nicht zu stark miteinander zusammenhängen. Um dies zu testen, gibt es den sogenannten Variance Inflation Factor oder VIF genannt, den wir durch SPSS berechnen können. Dazu wechsle ich einmal in den Datensatz, den ich schon benutzt habe für die multiple Regression. Mache nochmal die Prozedur auf Regression linear und habe hier auch schon meine abhängigen und unabhängigen Variablen eingegeben und kann jetzt über den Punkt Statistiken hier unter auf der rechten Seite den letzten Punkt von oben Kollinearitätsdiagnose anklicken. Klicke auf Weiter und OK. Und erhalte dann meine Ausgabe, wo wir letztlich bei der Zusammenfassung der Koeffizienten, hier sehen wir es, eine Kollinearitätsstatistik ausgegeben haben. Wie ich schon sagte, der Variance Inflation Factor oder VIF genannt, sollte nicht höher sein als 5 bzw. 10. Da gibt es auch Unterschiede in der Literatur. Ein konservatives Maß ist allerdings die 5. Gerade für Stichproben kleiner als 200 sollte man maximal hier 5 als Grenzwert verwenden. Da wir hier keinen Wert haben, der größer ist als 5 oder 10, können wir sagen, dass wir keine Kollinearität in der Stichprobe vorliegen haben für unser Modell der Regression. Eine weitere Prämisse ist die Vollständigkeit des Modells. Und zwar geht es hier darum, dass wir wirklich alle Variablen, die wichtig sind für unser Modell, einbezogen haben. Hier gibt es keinen statistischen Test für, sondern wir müssen uns aufgrund theoretischer Überlegungen überlegen, ob wir wirklich alle unabhängigen Variablen mit in das Modell hineingenommen haben. Wenn zum Beispiel eine Variable fehlt, zum Beispiel die intrinsische Motivation, auch metrisch gemessen, das kann zum Beispiel Spaß sein an der Benutzung einer Innovation, dann hätte ich, wenn ich diese Variable nicht mit in meinem Modell drin habe, den Fall des sogenannten Underfittings. Das heißt, wir haben zu wenige Variablen, die letzten Endes die Verhaltensabsicht erklären. Im Gegensatz dazu gibt es auch das Overfitting, das heißt, hier ist die Angst des Forschers, dass ich eine Variable vergessen habe, dass man zu viele unabhängige Variablen in das Modell hineinpackt, was natürlich auch ungünstig ist. Falls Sie keine zeitabhängigen Variablen vorliegen haben, brauchen Sie diese Prämisse natürlich nicht zu testen. Wichtig ist hier das Residuum. Nochmal zur Erinnerung, das Residuum ist unsere Fehlergröße. Das sind die Abweichungen der beobachteten Werte von der Regressionsgrade, die ich schätze, sodass hier wir uns diese Residuen nochmal genauer anschauen. Bei einer positiven Autokorrelation werden diese Residuen, haben diese einen Zusammenhang. Das heißt, die sind nicht unabhängig voneinander und man sieht es hier, je größer der Schätzwert ist, desto nahe liegen diese beiden oder die einzelnen Punkte von zwei Beobachtungen nebeneinander. Das heißt, die Unterschiede, um die es hier geht, zwischen den einzelnen Residuen sind nicht sehr groß. Das heißt, es gibt kaum Unterschiede zwischen den Residuen, sodass wir von einer positiven Autokorrelation sprechen. Im anderen Fall gibt es sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Residuen. Das heißt, hier liegt mal eins unter 0, dann liegt eins über 0 und so weiter. Das heißt, wir haben hier einen Wechsel des Vorzeichens und auch die Abstände zwischen den Residuen sind mal positiv, mal negativ. Das ist ungünstig, wenn wir uns mit Zeitreihen befassen.
Das kann man sich einmal grafisch anschauen, so wie wir es hier jetzt einmal beispielhaft gemacht haben. Aber es gibt auch noch einen Test dafür, und zwar ist das der sogenannte Durbin-Watson-Test oder die sogenannte Durbin-Watson-Statistik, die dazu benutzt wird zur Überprüfung, ob wir Autokorrelation vorliegen haben. Das ist die Größe D, die berechnet wird. Die können wir auch in SPSS berechnen. Das zeige ich Ihnen gleich, wie es geht. Und wir haben dann dieses Interpretationstableau, was ich einmal aufgemalt habe. Und zwar haben wir hier einen Bereich, wo keine Autokorrelation vorliegt. Das heißt, wir berechnen den Wert D und schauen dann, wie die Ober- und Untergrenzen aussehen. Es gibt auch noch einen Unschärfebereich. Hier kann man sich nicht entscheiden, ob Autokorrelation vorliegt, ja oder nein. Und es gibt auch noch Bereiche, wo entweder positive Autokorrelation vorliegt oder negative Autokorrelation. Denn dementsprechend gibt es natürlich auch zwei Hypothesen. Einmal die Nullhypothese, es liegt keine Autokorrelation vor. Das ist dann, wenn der D-Wert in diesem Bereich liegt. Oder es liegt positive oder negative Autokorrelation vor. Das ist der Fall, wenn D in diesem Bereich oder in diesem Bereich liegt. Ich zeige Ihnen das einmal kurz, wie wir es berechnen können. Und zwar habe ich hier einen Datensatz fingiert, der eine Zeitreihe angibt. Wir haben hier unterschiedliche Quartale angezeigt. Das heißt, diese Quartale hängen hintereinander. Dann haben wir nochmal unseren relativen Vorteil, Einfachheit der Nutzen, wahrgenommenes Risiko und die Verhaltensabsicht, die wir jetzt einmal im Regressionsmodell modellieren möchten. Verhaltensabsicht ist die abhängige Variable, diese drei sind die unabhängige Variable. Und jetzt können wir hier, wenn wir Zeitreihen vorliegen haben unter Statistiken, einmal hier unter den Residuen Durbin-Watson anklicken. Das heißt, dann wird die Durbin-Watson-Statistik berechnet. Ich klicke auf Weiter und OK. Wenn ich jetzt in meine Ausgabedatei wechsle, habe ich hier, wenn ich mir die Modellzusammenfassung anschaue, auf der rechten Seite die Durbin-Watson-Statistik, das ist unser D. Beträgt hier 1,888 und ich nehme das jetzt mal mit in mein Beispiel. Das heißt, die Durbin-Watson-Statistik beträgt 1,888. Ich kann dann, wenn ich das habe, aus einer Durbin-Watson-Statistik-Tabelle die unteren und oberen Werte heraussuchen. Das zeige ich Ihnen nochmal. Das habe ich auch nochmal mitgebracht aus dem Backhaus. Da habe ich es. Und zwar haben wir hier die Anzahl der unabhängigen Variablen. Das ist bei uns die 3. Und wir haben 16 Messpunkte gehabt. Das heißt, für 16 Messpunkte, das waren unsere 16 Quartale und 3 unabhängige Variablen, habe ich einen unteren Wert von 0,86 und einen oberen Wert von 1,73. Wenn ich das dann zusammentrage in meinem Beispiel, erhalte ich die folgenden Bereiche. Und zwar habe ich hier einen Bereich dann von 1,73 bis 2,27. Wenn dann mein D, mein Durbin-Watson-Statistik in diesem Bereich liegt, was hier der Fall ist, habe ich dementsprechend keine Autokorrelation vorliegen. Wie gesagt, gilt nur bei Zeitreihen, wenn Sie diese analysieren. Um das alles nochmal zusammenzufassen, die ersten drei Prämissen hatte ich ja schon in meinem ersten Video genannt. Linearität, wenn eine Prämissenverletzung, nicht Linearität vorliegt, haben wir eine Verzerrung der Schätzwerte. Bei der Homoskedastizität, wenn wir da eine Prämissenverletzung haben, die Heteroskedastizität, haben wir die Ineffizienz. Ineffizienz heißt, dass unsere Schätzwerte unscharf werden. Wir haben es dann mit einer unscharfen Schätzung zu tun. Normalverteilung der Residuen, wenn diese nicht normal verteilt sind, sind die T-Werte inkorrekt, sodass wir auch hier eine Minderung oder eine geringere Güte unserer Schätzung haben. Keine Kollinearität, wenn wir da eine Prämissenverletzung haben, haben wir die Multikollinearität und eine ineffiziente Schätzung. Vollständigkeit, wenn dieses nicht der Fall ist, Unvollständigkeit des Messmodells, haben wir eine Verzerrung der Schätzwerte. Hier sollte man gucken, ob man zusätzlich nochmal recherchiert und guckt, dass man ein gutes Modell herausfindet. Und keine Autokorrelation. Bei dieser, falls wir Autokorrelation vorliegen haben, haben wir auch wieder eine Ineffizienz der Schätzung. Letztlich möchte ich dennoch mal betonen, auch wenn Sie Prämissenverletzungen vorliegen haben, was sehr häufig der Fall ist, sollten Sie nicht gleich Ihr Modell verwerfen.
Die Regressionsanalyse ist in der Tat ein relativ robustes Instrument und Sie sollten dennoch diese Prämissenverletzungen dokumentieren und darauf hinweisen, aber letztendlich heißt es nicht, dass Sie komplett Ihr Modell verwerfen sollten. Es gibt an der einen oder anderen Stelle immer noch mal Möglichkeiten nachzubessern, zum Beispiel wenn wir Kollinearität vorliegen haben. Könnte man überlegen, ob man zum Beispiel, wenn zwei Variablen sehr stark zusammenhängen, die zwei unabhängige Variablen, dass man diese nochmal über eine Faktorenanalyse zusammenlegt oder überlegt, ob ich den einen oder anderen Einflussfaktor weglasse. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit den Regressionsanalysen.